Samstagabend, angenehme Temperaturen bei leicht bewölktem Himmel, ideale Bedingungen also zum vierten Spieltag in der Evora Arena. Zu Gast in Hamm der VfB Hüls, der mit 7 Punkten ausgesprochen gut aus den Startlöchern kam, während den heimischen Zuschauern gerade die 0:4 Heimpremiere ja immer noch schwer im Magen liegt. Der VfB, ja, wen wundert's, mit breiter Brust in den Hammer Osten angereist. Die HSV nach dem 2:2 beim Aufsteiger ASC Dortmund sucht nach dem großen Umbruch sicher noch den perfekten Weg, um auch auf dem Platz eine Einheit werden zu können. Ja, insgesamt ein verhaltener Beginn, wobei man der HSV die Verunsicherung hier und da schon ein bisschen anmerkte. Die Gäste in der roten Spielkleidung offenbarten das gleich mal. Hier mit Markus Kaya vom Regionalligisten Fellbad an den Badeweiher gekommen. Langer Pass auf seinen Kapitän, das ist André Koch. Und der bringt den Ball dann an drei Hammern vorbei in den Strafraum. Jung, aber dann doch wachsam vor dem einschussbereiten Van Briel. Die HSV kann sich glücklich schätzen, ihr Glaube gewohnt unerschütterlich. Auch ein holpriger Saisonstart kann da nichts dran ändern. Wie gesagt, es war ein verhaltener Beginn. Nach gut 10 Minuten wagte sich der Gastgeber dann mehr und mehr in Richtung des VfB-Tores. Hier mit Yigit. Lauffreudig und dribbelstark, dann Ersoy, Sarisoy. Schön gesehen, zu Jung, flankt nicht direkt. Jetzt die 1:1-Situation. Zieht nochmal nach innen und sieht Özkaya, aber Kaplaki mit dem Bein noch dran. Oh Mann! Mesut Özkaya, das wissen wir spätestens nach seinen beiden Treffern vergangene Woche in Dortmund. Der kann es aus der Distanz. 14 Minuten gespielt, der anschließende Eckball. Yigit führt aus. Kopfballabwehr durch Klaas vor die Füße von Grembowitz. Und dann darf er gleich nochmal mit links, aber Van Briel hat was dagegen. Wir lassen die Szene laufen. Zeigt sie doch, auf was Hüls hier aus war und wie schnell es dann in die andere Richtung geht. Von Schröter wird der Ball weitergeleitet. André Koch ist schon wieder vorn. Özkaya. Für die HSV aber auch schon wieder hinten. Auch wenn das ein Eckball war, der ja immer die Gefahr eines Konters birgt, unentwegt lautete der VfB auf solche Gelegenheiten. Strategie, haben spielen lassen und wenn möglich Überraschungsmomente nutzen und schnelle Konter fahren. Gleich im Anschluss aber zunächst die nächste Chance für Hamm. Ersoy, gefühlvoller Schlenzer an Heidbreder vorbei. Jetzt Jochen Höfler hält einfach drauf. Aber VfB-Keeper Heester kann parieren. Mit Yigit, Ersoy und Höfler hatte er heute gleich 3 Angreifer vor sich. Auf der anderen Seite begnügte sich VfB-Trainer Carsten Quante seiner Taktik entsprechend mit einer Sturmspitze, sprich Onuka, der hier in der 21. Minute zum ersten Mal überhaupt gefährlich wird. Hüls gegenüber dem 1:1 gegen Ennepetal kaum verändert, lediglich Grams heute wieder als Linksverteidiger gesetzt. Van Briel rückte eine Position nach vorn. Torraumszenen blieben weiter Mangelware. Kaum ein Durchkommen auf beiden Seiten. Kaminski jetzt aber mit dem langen Ball auf Özkaya. Das war jetzt mal ein Überraschungsmoment der Spielvereinigung. Ansonsten Yigit ja über links kommend immer wieder einer Überzahl ausgesetzt. Vor allem aber Koch macht ihm heute das Leben schwer. In der 30. Minute dann ein Freistoß für den VfB. Daniel Bertram, Neuzugang vom SV Zwecke, mit der Hereingabe auf den anderen Neun, nämlich Tim Heidbreder. Der Innenverteidiger lässt die bis dahin größte Möglichkeit des Spiels liegen. War vielleicht selber überrascht, wie frei er da zum Kopfball kommen konnte. Haben immer bemüht, die spielerischen Vorteile nach vorn hin umzumünzen, aber Hüls stand gut, ließ kaum Räume zu und Yigit hatte selten mal nur Koch vor sich. Hier hilft Bertram aus und verursacht einen Freistoß in der 33. Minute. Kaminski läuft raus, Sarisoy legt auf, kommt er noch dran, aber ja doch, scharfe Hereingabe, Kaya steht richtig und befördert die Kugel ins Aus. 34 Minuten um, nun aber mal die Luft anhalten, sofern sie Hammer sind, denn jetzt kam mal ein schöner Spielzug, durchgehend bis zum Tor, und zwar von Hüls. Über links, ausgehend von Grams, dann Van Briel, der kann ein paar Meter machen. Im Rücken von Jung startet Onuka, wird angespielt und Achtung, Van Briel ist wieder da, marschiert durch, jetzt der Pass gefährlich. Sarisoy kratzt den Ball vor Koch im letzten Moment noch aus dem Torraum. Ein schöner Spielzug des VfB, wenn auch in diesem Fall mit tatkräftiger Unterstützung der HSV. Van Briel mogelte sich da doch zu einfach durch. Auch Lenz kann den Pass nicht verhindern, wird getunnelt. Schön geklärt allerdings von Sarisoy, der mit dieser Aktion das 0:1 verhindert. Hin und wieder gab es eben immer wieder diese Stiche des VfB. Nur 4 Minuten später ist es Schröter mit dem Pass in die Spitze. Onuka, Grembowitz bei ihm. Schöner Einsatz von Jens Grembowitz, der den Ball noch ablenken kann. Und Lenz ohne Mühe. Die HSV zwar spielbestimmend, hatte aber Mühe, eine undichte Stelle im VfB-Geflecht zu finden. Das ist Özkaya. Pass aus dem Fußgelenk und Höfler erneut mit einem Distanzschuss.
Hester war so allerdings nicht zu bezwingen. Teuiger Höfler heute auf der rechten Angriffsseite, bisher ohne die gewohnte Durchschlagskraft. Vielleicht konnte die zweite Hälfte daran etwas ändern. 0:0 jedenfalls zur Pause. Unverändert kamen beide Mannschaften aus der Kabine. In der 49. Minute aber zwang offenbar eine Verletzung den verlässlichen VfB-Kapitän Koch. Zur Auswechslung für ihn kam Karagümes ins Spiel. Das Spiel der HSV jetzt besser, flüssiger die Kombination. Nur vorn fehlten weiterhin die Ideen, um die gut gestaffelte Hülseabwehr in Verlegenheit zu bringen. 51. Minute, Ecke Hamm, ein Standard ist vielleicht die Möglichkeit und die bekommt Kutovic. Aber er hat dann nicht den Mut durchzuziehen und Schröter, dem das Leder vorher wegsprang, bügelt seinen Fehler wieder aus. Kurz danach ein Foul von Kisina an Karagümes. Und jetzt achten Sie auf Markus Kaya. Da kommt er an den Ball, der hat keine Lust zu warten, führt sofort aus, denn vorne hat sich Onuka abgesetzt, bringt den Ball rein und dann ist es Kutovic, der hier unglücklich den Ball ins eigene Tor versenkt. 1:0 für den Gast, aber schauen wir uns die Szene nochmal an. Hamms Spieler ebenso wie der Kameramann überrascht. Er sagte mir, er hätte auf den ruhenden Ball gewartet, aber den habe er nicht gesehen. Schiedsrichter Florian Exner hatte keine Einwände. Das braucht man auch nicht zu vertiefen. Clever gemacht von Kaya, vermeidbar aber sicher für die Spielvereinigung, die sich hier eine kleine Auszeit nahm. In der 52. Minute die Führung also für Hüls. Hamm aber spielte weiter gefällig nach vorn. Das muss man den Spielern von Goran Bajaktarevic lassen. Hier steckte keiner auf. Nur 2 Minuten nach dem Tor diese Szene. Özkaya bedient Yigit. Jetzt ist er endlich mal durch. Das muss es sein. Nein! Hester mit der Glanztat. Es bleibt bei der Gästeführung. Hüls laute indes weiter auf Fehler. Klaas nimmt hier den Ball von Grembowitz auf. Dann Marc Schröter. Hat schon 2 Saisontore erzielt und hier versucht er mit einem Distanzschuss ein drittes hinzuzufügen. Schröter kam diese Saison vom Ligarivalen Westfalia Herne zum VfB. Hamms Trainer reagierte jetzt mit einem Doppelwechsel. Die Außenverteidiger räumten das Feld. Für Jung und Kaminski kamen Akdak und Demir. Nun sollte hinten eine Dreierkette reichen zugunsten einer höheren Dominanz im Mittelfeld. Und das ging auch auf. Akdak bringt den Ball nach vorn. Heidbreder verschätzt sich. Demir schlägt den Haken und will er so in Szene bringen. Gut gedacht, aber Hester hat aufgepasst. Wir sind in der 66. Minute, das Spiel fast ausschließlich in der Hälfte des VfB, der immer noch gut verteidigte. Sarisoy herrlich auf Yigit, aber der Schuss wird von Heidbreder abgeblockt. Ja, Semi Yigit, der konnte einem schon leid tun. Hier waren es gleich wieder 3 Mann, die sich um den emsigen Hammer kümmern mussten. Die HSV in der Defensive jetzt natürlich anfälliger. Einer der wenigen Entlastungsangriffe für Hüls dann in der 70. Minute über die 22, über Marc Schröter. Doppelpass mit Karagülmas. Schröter knapp am langen Pfosten vorbei. Es bleibt bei der knappen Führung, aber die Zeit, sie läuft für den VfB. Die Hammerspielvereinigung rannte weiter an. Spätestens jetzt hätte den Spielern gewiss die Unterstützung auf der Tribüne gut getan. Doch es blieb merkwürdig ruhig beim Hammerpublikum, das sich ja auch schon jahrelang den Sprung nach oben erhofft. Aber weiter geht's. Sarisoy, Demir steckt wieder durch. Doch irgendwie hat Heidbreder heute überall Füße und Kisina in diesem Fall das Nachsehen. Viel Zeit blieb der Hammer Spielvereinigung jetzt nicht mehr. 81. Spielminute. Unnötiger Ballverlust beim Spielaufbau des Gastgebers. Karagülmes erobert die Kugel, spielt Schröter an und schauen Sie mal, was der macht. Spurtet los, lässt alle Weißen stehen und schiebt den Ball an Lenz vorbei. 0:2. Das muss es gewesen sein. Riesenjubel beim Anhang des VfB Hüls. Lange Gesichter bei der HSV. Marc Schröter läuft allen davon und bleibt auch vor dem Tor ganz kühl, um den Ball über die Linie zu bringen. Der 3. Treffer für den 20-jährigen VfB-Spieler. Das ist schon bitter für Hamm. So viel Aufwand, so wenig Ertrag. Doch hängende Köpfe bewahrte sich die HSV allenfalls für den Spielschluss auf. Eine gute Einstellung einer neu formierten Mannschaft, das muss auch einmal gesagt werden. Aufgeben galt nicht. In der 90. Minute Einwurf seht Ersoy. Demir wieder Ersoy, schön gemacht. Erneut auf Demir, dreht nach innen und steckt zum 3. Mal durch und diesmal mit Erfolg. Diesmal passt es, Höfler mit dem 1:2 und der hat es natürlich eilig. Ja, geht denn hier noch was? Ersoy und Demir harmonieren da gut, knacken den VfB-Riegel und Höfler lässt sich diese Chance nicht entgehen und schießt sein 3. Saisontor. Krams diesmal zu spät und Hester ohne Chance. Jetzt die aufregende Nachspielzeit. Noch einmal Ecke für Hamm. Grembowitz. Heidbreder blockt ab. Noch ist der Ball warm.
Sarisol pflückt sich die Kugel und kann sie sichern. Sieht Yigit. Da ist er. Semih Yigit hat den Überblick. Gibt nochmal nach außen. Da steht Akdak. Jetzt die Flanke. Heilloses Durcheinander im Strafraum. Jetzt Grembowitz. Nein, Kizina. Auch nicht. Nein, es sollte nicht mehr sein. Stattdessen nochmal die Chance für den VfB Hüls durch Bünyamin Karagümis. Knapp am Tor vorbei. Es blieb somit beim 1:2. Der VfB Hüls entführt 3 Punkte aus Hamm und steht damit punktgleich hinter Rot-Weiß Aalen an der Tabellenspitze. Kann also dem Spiel am Samstag gegen Erntebrück gelassen entgegensehen. Die Hammer Spielvereinigung sicher enttäuscht. Da war aber längst nicht alles schlecht. Geduld ist gefragt. Freitagabend bei der TSG Sprockhövel gibt es einen neuen Anlauf.